Voilà, Covid génial. . 2014 beschließt der Brasilianer Charles Gama aus Uberaba, 3 Flugstunden nordwestlich von Rio, seinen eigenen Stil zu finden, nachdem er jahrelang die Stimmbänder mit Yankee Hardcore Punk geölt hat. Mit seinem Bruder Scheine und Rodrigo, dem maskierten Schlagzeuger, gründet er in Anlehnung an die amerikanischen Black Panthers die Band Black Pantera. Vor ihrem Auftritt beim Afro-Punk-Festival in Paris suchen die brasilianischen Bad Brains in der Tracks-Plattenschatzkiste nach verlorenen Kindheitserinnerungen. Wenn ich das Bild hier sehe, muss ich an meine Kindheit in Brasilien denken, als ich auf Baustellen als Handwerker arbeitete. Es erinnert mich daran, wie hart ich geschuftet habe als Kind. Ich baute mit meinem Großvater Häuser und Hochhäuser, arbeitete auch als Laufjunge in einem Büro und war Fahrradkurier. Es ist okay, wenn ich das irgendwann wieder tun muss. Für mich ist ein Job und nichts, was dich entehrt. Einmal hatten wir einen kniffligen Moment. In Brasilien gibt es eine tolle Band namens Detonator. Wir sollten mit ihnen in unserer Heimatstadt Uberaba im Bundesstaat Minas Gerais spielen. Dann passierte das Schlimmste, was passieren kann. Als sie spielten, wir waren nach ihnen dran, standen plötzlich die Bullen im Saal. Frauen nach rechts, Männer nach links, alle! Alle mussten sich an die Wand stellen. Wir haben dann nicht gespielt, weil sie den Laden dicht gemacht haben. Das war das Schlimmste, was wir als Band erlebt haben. Es war so unangenehm für uns und wir schreiben auch gerade einen Song über dieses Erlebnis. Er heißt Hausdurchsuchung. Yeah.
Tracks geht weiter. In den sozialen Netzwerken, auf unserer Website und natürlich mit der App. Thank you so much.